Die Menschheit erringt keine Siege. Sie zerstört ihre Welt durch Kriege. Über Dekadenz und Dummheit wird nicht nachgedacht. Sie bedenken nicht die Folgen ihres Mechanismus, Geld und Macht. Doch Senna Kuba legt den Finger in die Wunde. Wenn wir nicht provozieren, ohnehin nicht mehr zu verlieren in diesem System. Irgendwo gefangen zwischen Ober- und Unterschichten. Wenn du deine Augen öffnest und die wahre Welt erblickst, siehst du die wahre Sicht der Dinge verrückt. Ich laufe auf den schmalen Grat zwischen Wahnsinn und Genie, dort wo der Pfad zur linken und rechten Hand zusammenführt. Ich halte in meiner Hand einen Stein und Diamant. Der Stein leuchtete auf und der Diamant zersprang. Der Name in Kristall, da steht klar Samsara. Anleitung zum Todsein, er hat mich gebrandmarkt. Als ich ihn gefragt hab, was das zu bedeuten hat, sagte er nur einen Satz, damit er's mir erläutert hat. Die Erde ist rund und keine Scheibe. Ich las zwischen den Zeilen und wusste, was er meinte. Inzwischen leben wir schlimmer als in Babylon. Die Erde ist rund und keine Scheibe. Ich las zwischen den Zeilen und wusste, was er meinte. Ich schließe meine Augen und höre das Leid von Gaia. Sagt die Intoleranz der Menschen führt zu Kataklysmen. Wir leben inzwischen schlimmer als die Zeiten Babylons Zeit. Weil die Menschen vergiftet den Planeten wie Aneurysmen. Weil es verkehrte Gelehrte die Märkte beherrscht, wird der Herde die Ehre mit Lehren verwehrt. Weil verkehrte Werte verkehrte Ehren erschufen und so den Planeten destroyen. Das nur für bewährte Geldwerte, die unsere Mutter geiern erden, weil zu viele Menschen auf der Welt die Wahrheit verklären. Unsere Seelen sind verdammt, denn sie gehören Mara. Weil wir leben nur für Plata, Gegossa Masrara. Viele Menschen suchen das Paradies. Leben für Pain, sterben für Peace. Sie stören diese Welt durch Kriege und Gier. Warum will das der Mensch einfach nicht kapieren? Als ich ihn gefragt hab, was es zu bedeuten hat, sagte er nur einen Satz, damit er's mir erläutert hat. Die Erde ist rund und keine Scheibe. Ich las zwischen den Zeilen und wusste, was er meinte. Als ich ihn gefragt hab, was es zu bedeuten hat, sagte er nur einen Satz, damit er's mir erläutert hat. Die Erde ist rund und keine Scheibe. Ich las zwischen den Zeilen und wusste, was er meinte.